Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit der Asiamod hier auf meinem Kanal. Ja, wir gehen jetzt in dieses Gebäude und schauen mal, was uns hier erwartet. Was kriege ich eigentlich, wenn ich das abbaue? Jo. Kommen Sie runter? Ui, das ist aber ein schönes Gebäude. Ich bin da umgeguckt. Hey. So, was gibt es hier denn Schönes für uns? Geld! Noch mehr Geld? Nö. Ein Körbchen. Ja, moinsen. Wo du kommen her? Was? Wo kommt die denn her? Sind die gespawnt oder sind die runtergefallen? Okay, wir gehen mal raus. Da haben wir nämlich ein bisschen mehr Platz zum Kämpfen. Na, umdrehen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber mich kribbelt hier irgendwas in meinem Gesicht. So. Kaboom. Oh, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass der da unten auch schon tot ist. Auch schon tot? Nee. Jetzt aber. Jetzt bist du tot. Sehr gut. So. Hier unten waren wir. Dann gehen wir doch mal hoch. Hier liegt was im Fenster. Hier ist nichts. Ah, hier sind sie durch, wa? Hier sind sie wohl durch. Hallo. 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 Und weiter nach oben. Und gibt's hier was? Nö. Irgendwo sind sie wieder durch. Irgendwo kloppen sie doch hier wieder irgendwas. Gleich fällt bestimmt das ganze Gebäude zusammen. Da! Hallo, Mumbis. Frag mich nur, wo die herkommen. Die da oben runterplumpsen? Oder hier draußen einfach stehen und dann hier durchlaufen? Aber hier ist ja sonst auch nichts, ne? Huch. Einmal falsch geschlagen. Bitte. So. Okay. Oh, Geld. Hallo? Boah, das ist jetzt echt ein bisschen scheiße hier. Weil wir hier einfach mal gar keinen Platz haben zum Kämpfen. Das ist echt scheiße. Ein bisschen Schiete. Und ich möchte jetzt aber bitte nicht sterben. Was machst du denn da? Das ist aber der falsche Weg. So. Okay. Ich glaube, draußen gibt es eigentlich nichts Spannendes, ne? Ja. Oh. Oh, scheiße. Da habe ich nicht aufgepasst. Aber so weit weg sind wir, glaube ich, auch gar nicht, ne? Von da, wo wir gestorben sind. Huchi. Upsi. Immer alles einsammeln. Wer knurrt denn jetzt hier schon wieder? Ich habe nicht darauf geachtet, dass wir hier an den Seiten runterplumpsen können. So, langsam und sicher langlaufen, bitte. So. So, ganz vorsichtig, nicht zu schnell. So, ganz vorsichtig. So. Ich glaube, hier waren wir, ne? Hier sind wir, glaube ich, runtergefahren. Hier, eine Kiste. Was Schönes drin?
Ja, Glücksamulett, das kann aber weg. Das müssen wir aber tauschen. So, jetzt können wir nochmal lesen. Können wir nochmal trinken. So. Geld. Kiste. Was ist das? Hallo, noch jemand hier draußen? Geld. Geld. So. Nö, ne? Dann war es das. Da waren wir drin. Ja, da waren wir drin. Das war das Gegenüber, dieses Riesengebäude. Deshalb sind wir. Jo, dann wieder ab nach unten. Soll das da irgendwas bedeuten oder ist es einfach nur so? Ich habe jetzt auch keine Lust, das da aufzukloppen für. Für 1000. Hier können wir jetzt bestimmt einfach so runter. Ja, sehr gut. So, irgendwo kloppt doch hier einer gegen. Hallo? Da hinten. Och, kleiner Mann. Hier lang. Hier. So. Dung. So. Gehen wir jetzt einmal zu unserer Kiste. Wo auch immer ich da die markiert habe. Und dann geht es ab nach Hause zum Händler. Nein, also erstmal ab nach Hause. Da werde ich aber einen Schnitt machen, weil das sind 2 Kilometer. Die tue ich euch jetzt nicht an mitzunehmen. Die hier finde ich auch voll schick. Hier lang, ne? Da. Einmal um dieses kleine Gebäude herum. Fiedelbum, Fiedeldei. So. Genau, ich. Denn wenn wir die Quest abgeben, dann sehen wir auch, wie spät es ist. Quest müssen wir auf jeden Fall da nach Hause. Ich weiß gar nicht, war das das Gebäude? Ne, das hier war das, ne? Wo ich die. Ja, hier ist das. Aber hier die Stadt, die ist auf jeden Fall mega geil. Werde ich auf jeden Fall so trinken und essen. So. Der kommt auf jeden Fall mit. Also. Ich weiß nicht, was ich noch mitnehme. Das auf jeden Fall wegen Verkaufen. Der. 23, 29, okay. Die Samen können hier bleiben. Das kommt mit und das kommt mit. Das Geld kommt auf jeden Fall mit. Die Spitzhacke. 10 und 11. Ja, das müssen wir dann halt mal sehen. Das hier kommt auf jeden Fall mit. Das kommt mit. Das kommt mit. Eisen kommt mit. Was kommt noch mit? Ja, trinken ist ja jetzt nicht so schlimm. Das hier haben wir wahrscheinlich auch noch alles zu Hause. Leder kann auf jeden Fall mit. Der Pinsel muss mit. Scheiße. Das ist doch alles Kaka jetzt. Okay, die können hier bleiben. Gekochter Reis kann mit. Ich glaube, den Rest brauchen wir auch erstmal nicht, ne? Ah, die Papiere könnten noch mit, aber ach, ich habe keinen Platz. Okay, die Lanze kann dann hier bleiben. Weiß nicht, was mir fehlt, aber so lassen wir das, glaube ich, erstmal. Oroa Reis. Der macht 29.
Sondern. Dreiundzwanzig. Der macht schon 27. Okay, dann können wir den nämlich scrappen. Oder der könnte auch hier bleiben. Ja, ist jetzt wurscht. So. So. Aber dann könnte doch auch eine Spitzhacke hier bleiben. Eine Hacke kann hier bleiben. Also ich will jetzt nicht ganz so überladen. Ja. So. Dann geht es jetzt ab nach Hause. Eine kleine Planänderung. Ich will in dieses Gebäude hier auf jeden Fall nochmal rein. Ja. Werde bestimmt mega krass überladen sein. Was ist das denn? Drücke E, um mit Anschlagstafel zu interagieren. Okay. Liefer Alkohol, Lieferauftrag Reis. Okay. Ja. Beides kaufen? Ist hier auch noch was? Okay, war das jetzt nur. Tötungsauftrag Samurai. Ein seltener Lucisium. Tötungsauftrag Samurai? Boah, nehmen wir mal. Dann lesen wir das mal alles. Ach so, ja, ich habe noch was angenommen gehabt. Und zwar. Mit Klingenwaffen, ja. Hier, und jetzt muss ich nur noch eine Trommel fertigen. Also, ich brauche Holz und Stoffhölzer, das habe ich ja alles. Jetzt muss ich nur so eine Trommel fertigen. Und dafür brauche ich aber einen leeren Sack. Genau, und für diesen Sack, was brauchen wir da nochmal? Dafür brauche ich, genau, 40 mal das und Seile. Stimmt. Okay. Machen wir das nämlich jetzt, weil das wollte ich eigentlich mit euch gemacht haben schon, aber das habe ich irgendwie vergessen und jetzt gerade, wo ich auf dieser Tafel war, habe ich das gesehen und dachte mir, ja, okay, gut. Können wir mal machen. Weiß auch nur noch nicht so ganz, wo wir das denn abgeben sollen. Oder ob wir das überhaupt abgeben sollen. So. Wir brauchen auf jeden Fall Seile. Zwei Stück. Zwei Seile. So, und dann können wir nämlich einen Sack machen. Sack. Fertigen. Ein Sack. Okay. Ich bin wieder überladen. Ist ein Wunder. Ja, passt schon. Und dann könnten wir nämlich das mit der Trommel machen. Wenn wir gleich den Sack fertig haben, müsste das eigentlich ja. Ich habe jetzt nicht die Stofffetzen im Dings gelassen, oder? Doch, habe ich echt, ne? Oh, ich raste aus. Achso, falsch gedrückt. So, das Deckchen habe ich schon mal hergestellt. Ich habe die Stofffetzen auf jeden Fall mit. Genau, was brauchen wir jetzt hierfür? Achso, wir brauchen wieder einen Sack. Und dafür brauchten wir jetzt nochmal ein Seil und 40 Pflanzenfasern. Okay, das machen wir doch mal schnell. Dann haben wir das nämlich auch schon mal hinter uns. Und dann gehen wir in das Gebäude hier rein. Das ist so ein bisschen mühsamer, ne? Aber klappt schon alles irgendwie. So. Noch einmal. So. Einen leeren Sack. Ach so, genau. Wir brauchen noch ein Seil. Seil. So. Das können wir eigentlich auch rauslassen.
So, und jetzt einen Sack. Und dann können wir das andere machen. So. Genau, meine Matte habe ich mir hier hingelegt, weil ich nicht weiß, was uns zu diesem Gebäude erwartet. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal mit Rocky gemacht habe, das Gebäude. Wenn es das ist, denn ja, das kaufen wir uns auch nochmal. Kann ja eigentlich nicht schaden. Das auch nochmal anzunehmen. Habe ich das jetzt angenommen? So und so. Dann haben wir nämlich ein bisschen, ein paar Quests. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier alles offen haben. Also der Reis, das machen wir ja jetzt. Für die Ahn, da müssen wir mit dem Händler reden. Lebensqualität, müssen wir Schmerzmittel sammeln, Zigarre sammeln und Reiswein sammeln. Ich weiß nicht, was wir noch zu Hause haben. Hier müssen wir noch wieder Holz sammeln. Hier müssen wir irgendwie Klingenwaffen, ist wahrscheinlich das hier. Meine Ehre ist beschmutzt. Einer dieser Punkt-Punkt-Punkt-Dinger hat mich gebissen und ich fühle bereits, wie ich schwächer werde. Ich wollte mein Leben beenden, habe meine Waffen... Was? Habe meine Waffen aber beim Versuch verloren, sie zurückzuschlagen. Bitte, wenn du dies liest, ziehe deine Klinge und erlöse mich von dieser miserablen Existenz. Samurai, ja, wo soll ich den denn finden? Töte den gefallenen Samurai. Ja, alles klar. Das kann ja noch ein bisschen, wo auch immer der ist. Keine Ahnung. So. Ja, ich glaube, das habe ich mit Rocky schon gemacht. Und, oh Gottes Willen. Okay, ja, ihr könnt mal alle hier rauskommen. Ich glaube, das ist ein heftiges Gebäude. Aber das ist gar kein Problem. Dann laufe ich nämlich heute Nacht einfach nach Hause. Und ich glaube, wenn ich die hier erstmal, die ersten habe, werde ich hier draußen nochmal eine Kiste hinsetzen, damit ich halt wieder aussortieren kann. Huch. Ja, komm schon. Komm schon. Hallo, Ausdauer? Oder auch nicht Ausdauer? Da müssen wir auf jeden Fall auch echt was machen. Ich würde hier hinten eine Kiste hinsetzen. So, einmal Kiste bitte. Ups, eine reicht. Und das können wir nämlich auch schon mal herstellen. Jetzt war ich schon wieder zwei Kisten, ne? Fertigen. So. Es dauert noch ein bisschen, bis die hier hinten ankommen. Und dann in der Zeit werde ich hier die Kiste hinsetzen. Wo sind die denn? Da. Komm schon. So. Und Kiste in Kiste. So. Das brauche ich nicht. Das brauche ich erstmal nicht. Das nicht, das nicht. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Das vielleicht schon. Das aufwerten muss ich nichts, buddeln muss ich nichts. Ich glaube, das muss ich auch nicht. Der kann erstmal dahin. So. Der kann auch erstmal dahin. Der kommt mit, sicherheitshalber. So. Upsi. Ah, er hat es geschafft, hier anzukommen. Ist ja der Wahnsinn. So, er auch. Tag. Konnte ich auch noch ein bisschen Ausdauer regenerieren, denn wenigstens. Bitte sterbe. So. Okay. Das Geld brauche ich auch nicht, weil ein Händler ist da ja nicht in der Nähe. Was ist das hier? Knochenbrecher? Verband ist vielleicht gar nicht so schlecht. Die benutze ich eh nicht. Da weiß ich auch noch nicht, ob ich das alles mitnehmen möchte. Okay, gut. Der kann dann nämlich auch so. Und dann gucken wir einfach mal, was wir davon... So, Beutebonus. Ja, können wir ja mal nehmen. Und wir nehmen hier Knochenbrecher. 50% mehr Nahkampfschaden. So. Let's go. Es hält alles nur 5 Minuten, ich weiß. Aber wir gucken mal. So. Moin. Jemand zu Hause noch? Wenn ich vielleicht auch treffen sollte, denn. So. Bist du auch tot? So, ich werde hier oben jetzt erstmal wieder versuchen, erstmal die Zombies zu töten, bevor ich irgendwas loote und dann, wenn ich den Ausdauer hatte. Mit dem kannst du halt nicht doll zuschlagen, ne? Mit dem musst du halt so
normal zuschlagen. Jetzt hast du nämlich nach 2 Minuten keine Ausdauer mehr. So, hier noch irgendwelche Zombies drinne versteckt. Ah, hier geht's nach unten. Okay, da geht's nach unten. Da wollen wir ja noch nicht hin. Weiß nicht, warum ich jetzt nicht laufen kann. Hier sind wir draußen. Ist noch irgendwo ein Zombie? Oh, hier ist noch Krümelchen. Ein Lagerfeuer. Okay, geht's auch nach unten. Super. Ist da oben drauf irgendwas? Okay. Dann können wir jetzt mal looten. So. So. Da gibt es nichts im Lagerfeuer. Hier ist noch ein Buchregal. Hier ist noch ein Buchregal. Ui, jetzt können wir uns selber einen Amboss herstellen. Das ist ja sehr schön. Ja, das lesen wir. Ich weiß, das können wir verkaufen, aber das bringt mir im Moment nicht so viel. Weil ich sonst nämlich nicht nach Hause komme, weil ich keinen Platz habe. Ist das hier? Okay, da finde ich Knochen drin. Ja, lecker. Wer weiß, von wem die Knochen alle sind. So, ja, Papier kann erstmal weg und das kann auch erstmal weg. Und das können wir lesen. So. Dann war es das hier, oder? Das haben wir, hier waren wir. So. Hier gibt es nichts zu lesen. Oh, denn hier gibt es noch nichts drin. Oh, dann lassen wir uns doch mal nach unten gehen. Was uns hier unten erwartet. Ich habe ein bisschen Angst, so ein Käker. Oh, Gottes Willen. Ich mache mir gleich in die Hose. Oh Gott. Ich glaube, hier werden sehr viele Zombies sein. Die mich alle essen möchten. Ja, komm. Du bist tot. Okay. So. Was hat er denn für... Also manchmal sind man die Zombies ja echt move, ne? Da denkst du dir, alles Klärchen. Was ist denn bei euch falsch gelaufen? Ich werde jetzt erstmal hier die Seite machen. Ist hier irgendwas drin? Ne, ne? Sind nur 600? Das ist Eisen, aber es ist bestimmt nur das oberste wieder, ne? Nicht so. Ich sehe aber auch nicht, ob hier irgendwas drin ist, aber ich glaube nicht. So, hier. Gut ist immer, wenn es das schon ist, was wir schon haben. Ja, genau. Ich mache jetzt die Seite hier erstmal. Können wir die eigentlich abbauen? Kriegen wir die auch? Nee, ne? Kriegen wir Eisen. Okay. Okay, okay. Obwohl die Fackeln sehen hammergeil aus, ne? Vielleicht können wir die auch bauen und dann könnten wir uns auch solche schönen... Was ist? Ich verliebe diese Mod einfach, ne? Wirklich, ich liebe sie. So coole Sachen hier. So viele Details. So schön alles. Hallo? Kleine Maus. Ich will jetzt schon nicht mehr. Habt ihr auch gehört, ne? Das sind schon wieder diese Kackhunde. Bitte tot umfallen jetzt. Oh mein Gott. Was habe ich jetzt hier gekriegt? Ah, Glücksamulett und Knochenbrecher. Sehr gut. Okay, hier ist nichts mehr. Der ist tot. Hier kommen jetzt noch wieder ganz viele. Knochenbrecher müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal wieder nehmen. Glücksamulett können wir eigentlich auch nehmen, weil davon haben wir eigentlich... Wir haben eigentlich von allen ein bisschen was.
genug Ausdauer. Natürlich habe ich keine Ausdauer. So. Solange hier nicht auf einmal wieder irgendwelche Hunde um die Ecke kommen, ist mir das eigentlich fast... Finde ich das ganz okay. So. Ja, schlagt euch gegenseitig im Mombi-Mombis. Macht ihr fein. Oh, etwas fallen lassen. Was ist da drin? Oh, ja, nimm das doch nicht. Anstatt ich auch erstmal den Zombie töte und dann guck, was da drin ist. Nein, ich mach das andersrum. Ja, scrappen. Sehr gut. Oh, reparieren müssen wir das noch alles nicht. Nö. So, die Zigarre können wir uns nämlich nachher, wenn wir die sammeln müssen, aus dem Dings schnappen. So, hier sind bestimmt auch noch welche drinne. Oh, und auch nicht gerade wenig, alles klar. Die dürfen gerne rauskommen. Oh, Mann, ich hasse dich. Ich hasse dich einfach, echt. Es war mir schon wieder so klar, dass hier schon wieder irgendwelche Scheiße... Oh, Mann, ich erschrecke mich vor diesen Kackviechern auch immer. So, komm schon. Komm schon. Oh. Ach ja, wir wollten ja auch noch ein paar... Wir wollten ja die Skillpunkte wollten wir ja auch sammeln, die ich bekomme. Damit wir mal ein bisschen vorankommen und ein bisschen mehr skillen können. Sind hier auch noch Zombies? Ui, da hängen auch welche. Alles klar. Waren wir hier schon? Hallo, kommt ihr bitte alle raus? Das wäre sehr freundlich. Kommt schon. Da ist, glaube ich, schon wieder ein Hund. So. Wenn ich nämlich hier draußen bin, dann habe ich nämlich auch ein bisschen mehr Platz und ich habe ein bisschen mehr Überblick. Okay, erstmal diesen Drecksköter. Komm, Hundi, bitte. Komm als erstes. So. Sehr gut, dass der als erstes kam. Hier drin, hier draußen weiß ich nämlich so einigermaßen, wie ich laufen muss. Da drinnen habe ich nämlich irgendwie nicht so den Überblick. Hier ist nämlich... Hier ist nämlich hell und eigentlich gut Platz. So. Bitte kipp tot um. Eigentlich kann er noch gar nicht mehr so viel aushalten, oder? Eigentlich müsste der doch schon... Ich glaube, ich tausche gleich wieder, dass ich den Vorschlaghammer nehme. Dem habe ich nämlich, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden gemacht. Oder ich treffe einfach nicht richtig. Das kann natürlich auch sein. Boah, ich sehe hier gerade gar nichts mehr. So. Ich sehe das schon kommen. Ich stehe hier gleich irgendwo in der Ecke drin. Nee, 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 nee. Und komm da wieder nicht weg. So. Einer nach dem anderen. Jeder kommt an die Reihe. Jeder kommt mal dran. Jeder kommt mal dran. Hier nervt mich gerade eine Fliege. Ihr dürft gerne auch rauskommen, die da drinne sind. Gar kein Problem. Ich möchte eigentlich gar nicht weiter in die Richtung laufen. Noch nicht, weil ich nicht weiß, was da hinten ist. Erstmal wollte ich eigentlich das hier vorne machen. So. Es sei denn, es gibt hier irgendwas Schönes.
Ich muss mal ganz kurz was gucken. Weiß nämlich nicht, was Wunde hier schon wieder hat. So. Aber. So, komm her, was machst denn du? Was macht ihr denn da? So, bitte einmal sterben. So, haben wir irgendwas Neues? Nee. Genau, Knochenbrecher lesen und einmal Glücksamulett lesen. So, fangen wir mal hier an. Gibt es hier irgendwas Schönes, was wir looten können? Eine Kiste. Sieht natürlich auch mega geil aus, wie die einfach so hängen, ne? Scheiße. Ja, wenn hier vereinzelt noch irgendwo einer ist, kein Problem. Nee, vergammeltes Fleisch möchte ich ungern mitnehmen. Hier ist noch eine Kiste. Samen. Hier wurden wohl Zombie-Experimente gemacht. Was gibt's hier? Kiste! Und Geld. Hier hinter was? Nö. Was ist das hier? Die funktioniert oder was? Okay, die funktioniert. Sehr gut. Was ist hier? Gar nichts. Kiste. Und voilà. Und Water. So, auch nichts. Okay, da gehen wir gleich weiter. Was ist hier drinne? Ziegel. Was sonst? Ah, aber das können wir schon lesen. Okay, ist egal. Kein Problem. Aber wir haben schon wieder Gammelfleisch. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Hier haben wir bessere Schuhe. So, hier waren wir überall, ne? Jupp. Jo. Hier waren wir überall sehr gut. Hier geht's nach draußen. Ja, dann gehen wir hier weiter. Da geht's wieder nach oben. Oh, ich hasse dich, Kackvogel. So. So. Ja. Und hier nochmal. Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Los jetzt. Sehr schön. Ja, ich glaube, das wird dieses Mal eine etwas längere Folge. Aber ich glaube, da seid ihr gar nicht böse drum. Und ja. Scheiße, 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 scheiße. Einmal nach oben ein bisschen Ausdauer holen. Wieder runter. Wo ist der Hund? Von hier sind wir gekommen. Wo ist der Hund denn? Oh, tja. So. Tschüss. So, hier wollten wir gucken, aber hier ist nichts mehr. Sehr gut. Da hinten geht's weiter. Irgendwo schlagen hier noch irgendwelche Zombies gegen. Weiß nicht wo. Ob ich irgendwas übersehen habe. Aber eigentlich. Licht, Licht. Hier ist noch eine Kiste.
Mit noch einer Spitzhacke. So. Ja, die Musik hat aufgehört. Ich glaube, wenn, dann schlägt er, glaube ich, nur nach oben gegen, weil hier waren wir ja überall drin. Hier dürfte ja eigentlich keiner mehr sein. Auf jeden Fall nicht hier drinne. War ich eigentlich hier hinter? Da ist doch was, oder? Ist das? Okay. So, das ist hier sein Beinchen. Noch ein. Ja, Gammelfleisch darf gerne hier bleiben, gar kein Problem. So, hier habe ich eigentlich alles. So. So, denn nach draußen geht es. Hier hört sich das an, als ob hier irgendwo einer knurrt, ne? Aber ich glaube, das ist draußen. Wenn ich jetzt wüsste, wo es hier nach draußen geht. Hier lang, glaube ich, ne? So. Oh, hier unten waren wir ja eigentlich jetzt überall. Hier ist nichts. Boah, das ist hier alles zu. Das könnte man aufkloppen, ist aber irgendwie... Oh, ist jetzt nicht so geil. Hier war ich. Oh, das habe ich noch übersehen. Das Geld habe ich noch übersehen. Oh, Mann, oh, das Wichtigste. So. Jo. Denn mal wieder nach oben, wa? Wie draußen klopft wahrscheinlich irgendwo einer gegen. Das hört sich wahrscheinlich an, als ob die da unten sind. Nö. Vielleicht auch ganz draußen? Nee. Keine Ahnung, falls wir den Zombie übersehen haben. So, ich werde jetzt hier nochmal aussortieren und gucken, was ich mitnehme und was nicht. Und dann werde ich mich wirklich auf den Weg nach Hause begeben. Hier irgendwas falsch gedrückt. Habe ich jetzt alles mitgenommen? Ich habe alles mit. Das Problem ist, das brauchen wir erstmal nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Die Ziegel auch erstmal nicht. Ups. So. Noch mehr loswerden. Okay. Die Samen sind erstmal Wurst. Das. So. So. Trinken. So. Das noch mitnehmen. Ah, da muss ich ja noch was loswerden. Oh, scheiße. Was brauchen wir denn nicht? Was möchte ich loswerden? Die Steinchen. Kann ich unterwegs sonst einsammeln, falls ich was brauche. Ja, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war auf jeden Fall auch ein mega cooles Gebäude. Ich freue mich jedes Mal auf solche geilen Gebäude. Oh, guckt mal, das habe ich jetzt ja erst gesehen. Oh, wie heißen die noch hier, diese Drachen? Dinos. Mega geil. Stand das die ganze Zeit schon da? Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Adios, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge.